Like dieses Video und abonniere meinen Kanal in den nächsten 5 Sekunden oder... Ach komm Leute, ihr wisst schon, es passiert nichts. Ich will einfach nur Likes und Abos. Couscous. Yo Leute, was geht? Flex hier. Heute gibt es einen richtig krassen Prank für euch. Denn Denex war gestern den ganzen Tag nicht in Fortnite online. Und heute werde ich ihn nämlich pranken, indem ich ihm sage, dass gestern das Galactus Live Event stattgefunden hat und er es verpasst hat. Und ihr denkt euch jetzt bestimmt, wie werde ich das machen? Es gibt einen YouTuber namens Trimix. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Er hat nämlich das Galactus Live Event selbst kreiert, also ein Konzept erstellt. Und diesen Trailer werde ich Ihnen heute zeigen und wir werden so tun, als wäre das Ganze gestern passiert. Mal gucken, wie Denex darauf reagiert. Und Leute, ich habe gesehen, viele von euch haben meinen Creator-Code Flakes noch nicht im Shop eingetragen. Würde mich extrem supporten und dann würde ich sagen, let's go! Okay, Leute, ich bin jetzt mit Denex zusammen in einer Runde und mal gucken, wie er auf den Fortnite Galactus Live Event Trailer reagiert. Denex, was geht ab? Bist du am Start? Alles bestens, was geht bei dir? Hast du Bock auf eine geile Aufnahme, Bro? Ja, Bro, ey, du hast mich hier eingeladen und was wollen wir machen? Bro, ich muss dir was erzählen. Aber Bro, bist du angeschnallt? Ich muss dir was Krankes erzählen, weißt du, wie ich meine? Jetzt bist du nicht eingestellt. Okay, okay. Das ist schwer zu sagen. Du warst ja den ganzen Tag gestern nicht am PC. Hast du mir geschrieben, oder? Ja, ich war gestern mit meiner Mutter unterwegs. Und, sorry. Entspann dich mal. Ja, alles gut, jetzt beruhig dich. Ich bin gerade nervös, weißt du, wie ich meine? Und du warst ja auch nicht in Fortnite drin und du hast auch kein YouTube geschaut und sonst was, oder? Richtig. Okay, tief durchatmen, okay, Bro. Warte mal, ich loote mal hier kurz die Kiste und alles. Wir müssen uns vorbereiten, okay? Ja? Okay, Bro. Hör mir zu. Gestern, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich es dir wirklich sagen soll, weil ich weiß nicht, ob du da traurig wirst. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt... Mach jetzt nicht diesen Move, okay? Von wegen hier erstmal alles so anpriesen und danach mir nichts erzählen. Mach mich doch jetzt nicht so heiß. Jetzt hau mal raus hier mit den Infos. Okay. Was war los? Okay, Bro. Hör zu. Hier, nimm mal hier die Bandagen. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder muted. Das Ding ist, es ist einfach so lustig, weil er denkt dann wirklich, bestimmt wird er denken, das ist der echte Trailer, der echte Fortnite-Trailer mit dem Galactus Live Event und allem, weil das sieht halt schon sehr realistisch aus und ich bin halt gespannt, wie er drauf reagiert, weil er ist ja selber YouTuber und hätte bestimmt auch das Live Event gestreamt oder so, also er ist bestimmt ultra traurig. Ich guck mal, wie erfolgreich mein Prank jetzt wird. Okay, Bro, bist du... Hallo, Bro? Ja, hallo. Du redest gar nicht mehr, was ist los? Warum warst du eben gerade weg? Ja, Bro, ich musste gerade telefonieren. Ich musste gerade was machen, okay? Ich war gerade gemutet, okay? Okay. Also, ja, komm mal mit. Ich muss dir was erzählen. Gestern, du hast gestern was verpasst. Und was? Du hast gestern was verpasst, Bro. Du hast was verpasst. Ja, und was? Sind irgendwelche Kartoffeln vom Himmel gefallen? Oder sind Bananen zum Leben erweckt? Oder was ist passiert? Bro, gestern war das Galactus Live Event. Wie? Hä? Da ist doch ein Countdown in der Lobby. Da steht doch, wann das Event ist. Bro. Siehst du da hinten Galactus-Hörner? Seine Helmdinger? Ey, ist das echt? Klar ist es echt. Gestern war das Live-Event, Bro. Da hinten, ja. Hä? Das ist doch nicht echt. Das ist echt, Bro. Siehst du's? Ist er da im Himmel oder nicht? Ja, er war im Himmel, aber gestern war ja das Live-Event. Ey, ist das jetzt gerade irgendwie eine Fotomontage oder so? Okay, Bro, okay. Ich mich jetzt gerade auf den Arm oder bro, was bro, ist bro, das bro. Bro. Hör mir zu. Ja? Ich habe sogar den Trailer aufgenommen. Den hat man in der Lobby gesehen, den Trailer. Ich habe ihn sogar aufgenommen. Was, als ob? Ey, jetzt nimmst du mich wirklich auf den Arm, oder? Nein. Ich habe das Galactus Live-Event, Bro, habe ich aufgenommen. Soll ich dir zeigen, dass du mir glaubst? Ja, was ist das für eine Frage? Okay, Bro, dann zeige ich ihn jetzt. Schau mal Discord, okay? Schau Discord, okay? Bildschirmübertragung, okay? Ja. Okay, Leute, ich bin wieder muted. Ich werde ihm jetzt den Trailer zeigen, aber ich werde ihm nur ein Stückchen zeigen und mal gucken, wie er reagiert und ob er es mir überhaupt glaubt. Let's go. Bist du in der Übertragung, Bro? Ja, ich bin drin, Bro. Okay. Jetzt zeig mal her, aber okay. Ey, wehe, du nimmst mich jetzt auf den Arm, okay? Okay, gönn dir, Bro. Sei jetzt ruhig und gönn dir, okay? Okay, fang an. Hä, eine Banane? Was soll ich denn mit einer Banane? Wo ist Galactus? Bro, siehst du da in der Zeitung? Siehst du ihn? Kann man vorne zeigen? Oh mein Gott. Ey, was machst du? Mach doch weiter. Bro. Ich will weitersehen. Bro, beruhig dich jetzt mal. Komm mal wieder zurück hier in Fortnite rein. Nein, nichts, beruhig dich jetzt mal. Ich will jetzt das weitersehen. Was denn? Hä? Glaubst du mir jetzt? Hast du das? Ich hab das gestern aufgenommen. Gestern war das Event. Komm jetzt wieder in Fortnite rein. Komm her. Wie soll...
Hä, wie soll ich denn jetzt spielen? Bro! Wenn ich sowas... Hä, lass mal dahin. Komm mal mit. Du willst zu Galactus gehen. Warte, das Event ist aber schon zu Ende, oder? Das Ding ist, wenn du dir den Trailer weiter angucken würdest, dann würdest du wissen, warum er jetzt da hinten unter Wasser ist. Ja, zeig bitte, 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 bitte. Zeig, okay? Okay, Leute, er glaubt's mir einfach, dass das der echte Trailer ist. Und er glaubt auch wirklich, dass Galactus da hinten jetzt irgendwie unter Wasser ist und das Live-Event einfach vorbei ist. Er glaubt's mir einfach. Leute, ich werde ihn jetzt noch weiter auf die Folter spannen. Vertraut mir, zieht euch das Video rein. Bro, du willst jetzt wirklich da hingehen, oder was? Ja, normal will ich da jetzt hingehen. Zeig mir den jetzt. Warum sollte ich dir den Trailer jetzt weiter zeigen? Du warst gestern nicht mal zu Hause. Du warst hier schön mit deiner Mutter entspannt shoppen oder sonst irgendwas machen. Habt ihr irgendwelche Termine gehabt oder so? Und jetzt soll ich dir den Trailer oder was zeigen? Oder wie? Ja, ich dachte, wir haben 9 Tage Zeit, so wie der Countdown da läuft, ja? Aber, hä, warum... Oh Mann, jedes Mal habe ich Pech mit Fortnite. Bro, beruhig dich. Soll ich dir nochmal einen Teil zeigen? Ja, bitte. Warte, aber dann darf ich das Lama hier öffnen. Ich will das Lama hier öffnen. Bro, du darfst mich doch nicht erstmal heiß machen, mir erstmal was zeigen und dann einfach... Ja, als würde dich das nicht mehr jucken. Ich möchte jetzt den Event sehen. Ja, Bro, du bist doch selber schuld, wenn du da jetzt nicht zu Hause warst. Und du weißt, was es mit dem Countdown auf sich hat, oder? Soll ich dir das erzählen, warum da 10 Tage steht oder 9 Tage? Komm, ich zeig dir jetzt wieder einen Teil vom Trailer, okay? Komm, Discord. Zeig her. Zieh dir das rein, was jetzt passiert. Ey, warum... Er kann... Oh mein Gott, ich dachte... Oh mein Gott, Bro, siehst du das? Ey, was sind das für Fähigkeiten? Bro! Safe kann man auch seine Fähigkeiten bald in Fortnite nutzen, so wie Iron Man oder wie Wolverine. Oh mein Gott. Hast du gesehen, wie er über die Map geflogen ist? Wusstest du, dass viele die Theorie haben, dass er die Map zerstört, dass er die komplette Map zerstört und es bald eine neue Map geben wird? Ey, weißt du, was geil wäre? Chapter 1 Map würde alles reißen. Bro, komm mal jetzt wieder zurück hier. Du stehst hier immer so AFK rum. Nach dem Trailer musst du jetzt hier in Fortnite. Du denkst, ich zeig ihn dir jetzt weiter. Hier hinten bin ich. Hier, du bist immer so gespannt und bleibst einfach in-game. Was ist los mit dir? Ja, weil du nimmst mich doch ganze Zeit hops. Ja, warum zeigst du mir jedes Mal und zeigst mir den dann nicht mehr und dann zeigst du mir den und dann zeigst du mir nicht mehr. Was soll das denn? Zeig mir jetzt den jetzt zu Ende. Okay, ich hab ganz nett auf Google gesucht und auf YouTube. Beruhig dich, Bro. Woher hast du das überhaupt? Bro, beruhig dich. Leute, Denex ist einfach die ganze Zeit beleidigt mit mir. Er will nicht zu Galactus laufen, sondern er will unbedingt jetzt diesen Trailer sehen. Wir laufen gerade wieder zu der Location, wo wir vorher waren, weil er unbedingt wissen will, was mit Galactus jetzt weiterhin passiert. Wir laufen jetzt nach da oben, dann werde ich ihnen die Roboter zeigen und ich werde so tun, als würden die Roboter zum Live-Event gehören. Bro, bitte, jetzt zeig mir jetzt den Trailer, okay? Ich habe keine Lust, hier die ganze Zeit hier hinterher zu laufen und nicht zu wissen, was da im Trailer passiert. Bro, du hast doch gesehen, dass Galactus erschienen ist und dass Galactus die Map zerstört hat. Beziehungsweise, Bro, er ist ja über die Map geflogen. Das hast du ja im Trailer gesehen, oder? Ja. Siehst du, was hier passiert ist? Kann ich bald auch fliegen? Bro, siehst du, was hier passiert ist? Hä? Irrig? Hä, war das nicht schon vorher so? Bro, Galactus hat hier nochmal alles verwüstet, Bro. Glaub mir, Bro. Bro, denkst du jetzt, ich prank dich? Hä, aber ich könnte schwören, das war schon vorher hier. Nein, Bro. Du warst gestern den ganzen Tag nicht zu Hause und du... Bro. Okay, Leute, er vermutet schon, glaube ich, dass ich ihn pranke. Ich werde ihm jetzt schnell einen Teil vom Trailer zeigen, damit er das Ganze hier vergisst. Oh Mann, ist was schiefgelaufen. Let's go. Bro, ich zeig dir jetzt mal einen Teil vom Trailer. Vergiss das Ganze hier. Guck mal wieder Discord. Guck das Discord. Komm. Zack. Stark Industries. Hat seine eigene Base oder wie? Ja. Hey, kann man bald den Fortnite Computer spielen oder wie? Und guck mal, wer da gleich im Raumschiff ist. Pass auf. Oh mein Gott, wie groß der ist. Oh mein Gott, siehst du das, was er getan hat? Er hat einfach den Battlebus geworfen. Und siehst du, wer da drin ist? No Skin. No, natürlich. Bester Pilot. Das ist der beste Pilot, Bro. Komm mal wieder in-game. Dazu muss ich dir eine Geschichte erzählen. Komm mal rein. Erzähl. Bro, du weißt doch, dass No Skins die besten sind, oder? Ja, das weiß ich. Und dass die No Skins die Macht übernehmen. Was denkst du, was passiert ist in dem Trailer? Was denkst du, warum der Benny Boy, der Anführer der No Skin, da im Jet war? Also, Bro, er war vielleicht so wie bei Star Wars, so wie Anakin Skywalker.
Skywalker ist wie ein Pilot, hat ein paar Runden um den Galactus, geflogen und dann hat er seine Füße gefesselt und dann ist er runtergeflogen und BÄM, die ganze Map ist explodiert und jetzt, wie, warte, aber das ist ja noch gar nicht die neue App. Ja, okay, das kann ich. Aber Bro, vielleicht kommt ja die neue Map nach dem Countdown. Vielleicht ist der Countdown, dass dann die neue Map erscheint. Weißt du, wie ich meine? Willst du noch weiter den Trailer sehen? Zeig. Schenkst du mir dafür einen Skin, wenn ich dir jetzt weiter zeig? Welchen willst du? Alle. Ja, alle. So viel sehe ich aus wie Sultan, Bro, oder wie? Bro, das war nur ein Spaß. Ich zeig dir jetzt den Rest vom Trailer. Bist du ready? Okay, aber Bro, mach dich auf was gefasst. Bist du da? Ja, ich bin... Oh mein Gott, bitte jetzt klick auf den Knopf. Oh mein Gott, wie die Flugzeuge einfach um mich herumfliegen. Alter, was denkst du? Oh, die Rakete sieht gefährlich aus. Oh! Ey! Nein! Aber das ist doch gut, weil Galactus ist ja böse, ne? Ja. Ey, geil, Mann. Hast du das gesehen? Galactus ist runtergeflogen auf die Map. Und was denkst du, was durch diesen Sturz passiert? Was ist deine Theorie? Erdbeben und dann dieser Countdown zeigt an, wann vielleicht er explodiert oder so. Du denkst also wirklich, das Ganze ist gestern passiert, oder wie? Ja, das hast du doch gerade gesagt, oder nicht? Warum stehst du da jetzt so geschockt rum? Komm mal mit. Du siehst doch... Ist er hier irgendwo? Bro, du siehst wo doch da... Ja, da hinten ist er doch, im Wasser. Aber er ist doch nicht eben gerade ins Wasser geflogen. Bro, ich muss dir was sagen. Was? Der Trailer wurde von einem YouTuber namens Trimix gemacht. Das ist sozusagen nur ein Trailer-Konzept, Bro. Das Ganze ist gar nicht gestern passiert, Bro. Ey, das war echt gut gemacht. Also... wirklich jetzt. Aber warum nimmst du mich denn jetzt schon wieder hops? Bro. Ich dachte, du würdest es lassen. Das Ding ist, du warst halt den ganzen Tag gestern nicht zu Hause und ich dachte, wie kann ich dich jetzt pranken? Und dann dachte ich mir einfach, ich tue so, als wäre gestern einfach das Live-Event gewesen und passend dazu hat Trimix ein Video hochgeladen. Das musst du dir unbedingt auf seinem Kanal anschauen. Der Typ ist krank. Und er hat einfach so ein Konzept von einem Trailer gemacht und hat damit andere YouTuber geprankt. Und deswegen dachte ich mir, wieso pranke ich nicht einfach mal Bro Dedex? Der wird es bestimmt glauben, weil er gestern den ganzen Tag nicht zu Hause war. Okay, Bro. Komm mal hier rauf. Ja, und dann? Ich zeig dir mal was. So, warte. Ich zeig dir mal einen Geheimgang, okay? Na, Bro. Nicht mit mir, Bro. Nicht mit mir. Beruhig dich, Bro. Ey. Beruhig dich, okay? Ich muss dir kurz was sagen. Warte. Raste doch nicht komplett aus. Bro. Leute, er bekommt komplett Knacks gerade. Ich glaube, Leute, ich muss das Video beenden. Bro, das war doch nur ein Prank. Das war ein Prank, okay? So, jetzt kriegst du alles wieder zurück, Junge. Ey. Wo bist du? Bro. Beruhig dich, okay? Das war nur ein Prank. Komm, du verstehst doch Prank. Du verstehst doch Pranks, okay? Wow, Bro, du bist ja komplett lost. Sag mal, der Trailer war schon krank. Wenn das echt passieren würde, dann wär's schon krank, oder? Ich bin gespannt, was passieren wird. Okay, wenn ihr das Video gefeiert habt, lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Flakes. Ciao.